Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders 2. Ich bin Maru. Wir sind immer noch im Labyrinth des Seelenlenkers und haben gerade Kiste Nummer 9 geöffnet. Und müssen jetzt noch durch die Nummer 9 durch und die 10. Und dann dürfen wir dem Seelenlenker auf die Schnauze geben. Nach draußen kommen wir über Ost, Nord, Ost, Nord, Süd. Ach, der geht also nach Norden. Nach Norden. So schwach der Tornado. Wieder nach Osten. Jetzt wieder nach Norden. Und das letzte wird uns nach Süden führen. So, auf nach Level 10. So, hat alles wieder das Geheimnis, das heißt Nord, Süd, Ost, West. Kapitel 10, der Aufstieg. Ja.
Das macht man nicht. Unsere Macht wächst. So, nach Norden. Hier ist Westen. Aber vorher natürlich, wir haben einen Level-Up. Also müssen wir auch Level-Up-Punkte verteilen. So, das war absolute Verschwendung, das Ding da unten zu kaufen. Wohl. Der Schaden ist ja mal minimal. Und ich möchte gerne scrollen. Darf ich nicht? Dann nicht. So, wir können es länger halten lassen. Ich will immer noch für mehr Crit-Chance. Oder wir können das zum Test mal nehmen. Das ist natürlich auch krass. Was hat man hier eigentlich noch gehabt? Hält länger und kostet weniger. Schalk, noch mehr Schaden. Na nö. Ich bin für mehr Crit-Chance. So, ab nach Norden. Jetzt nach Süden. Ne, das ist Osten. Ne, das ist Süden. Schon richtig. Als nächstes nach Osten. Nach Osten. Und der letzte wird uns nach Westen führen. Aber im letzten Level kann es ein bisschen mehr sein als nur eine Kiste, oder? Anscheinend nicht. Na egal. Na, die Kiste. So. Und jetzt noch in den Ausgang. Dazu müssen wir West, Ost, Nord, Süd und wieder West.
Also, Westen, Osten, Norden, Süden, Westen. Ich mag den nicht. Nach Osten. Na. Nach Norden. Not. Süd als nächstes. Aua. Süden. Und das finale Portal wird im Westen liegen. Unverständlicherweise, aber gut. Hi. So. Noch eine Kiste zerschlagen, weil wir wissen ja, alle Kisten zerschlagen heißt Bonuskiste. Gut, jetzt mal gerade nicht, aber. Seelenlenker, mein Freund, der Tod kommt für dich. Und ich werde dich holen. Tausend Jahre lang die Krone lag, ihr wahrer Träger sie nicht mag. Das Reich voll Hass und Angst, du nie mehr hierher gelangst. Yeah.
Dies wird ein Kampf. Aua. Auch im Henkershaken. Die Henkershaken sind brutale Waffen, die ein schnelles und übles Ende bereiten sollen. Gemäß der Aufzeichnung im Skriptorium haben diese Waffen bei vielen Gefangenen, die es dem feurigen Rat widersetzt hatten, das gefällte Urteil umgesetzt. Mit schweren Schlägen, die aufeinander aufbauen, verursachen diese Haken schreckliche Wunden. Die Krone der Toten. Die Krone der Toten zierte zuvor die Stirn des abgesetzten Königs Argul. Sie wurde verzaubert, um den Träger im Tausch gegen Zerstörung monetäre Reichtümer zu bieten. Die Krone ist dafür berüchtigt, verderbliche Gier anzufachen. Sie in die Hände des Kanzlers zu geben, wäre daher ein dummer Fehler. Machen wir es trotzdem? Spezialfähigkeit Exekution, machen wir kaum Schaden. Gehen wir mal tiefer, ne? Von da sind wir ja gekommen. Ist die Krone auch ein Item? Ich habe gar keine Helme. Ah. 50% mehr Geld. Geil. Da ist die finale Kiste. Unmöglich. Ich kann nicht. So. Darf ich sie gar nicht zurückbringen zu diesem Chef? Ja, aber ich brauche sie nicht, daher... Ich bin mal gespannt, wie dies denn aussieht im Kampf mit den Dingern. Wir haben alles geschafft. Ehrlich, keine Lust zu laufen. Bitte, sieh dich um. So, was verkaufen wir wieder? Die? Kann man behalten. Gute Sache. Nö. Nö. Frostschaden, Zorn bei Crit-Treffer. Nö. Kommt auf den Megidien da durch.
Die sind auch zu schlecht. Ja, das. Die werden wir aufheben. So, der Rest war nicht so voll, glaube ich. Oder? Ah doch, die müssen auch mal gereinigt werden. Der Rest hat auch noch Platz. Ne, verkaufen möchte ich natürlich. Gesundheit pro Kill ist gut. Blitzschaden ist gut. Ein fairer Preis. Sehr gute Waffe. Brauchen wir nicht, haben genug. Gut. Moment, wir haben glaube ich noch eine. Oh mein Gott, man hätte sogar zurückkaufen können, weil ich letztes Mal das Ending verkauft hatte. Na egal. Ich habe doch hier mal so ein Ding gefunden gehabt. Ist gar nicht mehr dabei. Okay. So, dann reden wir mal mit dem Kanzler. Du weißt, wo du mich finden kannst. Ja. Ich habe die Krone. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Gib sie her. Dann bekommst du deine Belohnung. Nein, ich denke, ich kann diese Krone besser gebrauchen als du. Aber deine Belohnung? Es sei denn, du nimmst sie mit Gewalt. Nicht meine Absicht. Ehrlich? Ich hätte sie ihm gegeben, wenn er mir was besser dafür geboten hätte. Pass auf, wo du hintrittst, Reiter. Die Toten erheben sich noch. Ah ja. Was will ich denn mit dem Scheißding? 50% mehr Geld. Noch mehr kaufen. Ja. Wir haben jetzt noch die Nebenquest, hier oben. Die auch Schriftrolle zurückbringen. Auf nach Ödlicht. Auf zu Nathaniel. Dem überhaupt nicht juckt, dass wir den Archon getötet haben. Dein Freund hat das Land der Toten nicht passiert. Aber wenn er noch lebt... Nein. Ich wage es nicht, die anderen Engel zu informieren, bis ich die ganze Wahrheit herausgefunden habe. Unter den Erschaffern der Schmiedelande ist eine blinde Seherin mit großer Macht. Geh zu ihr, Tod. Sie wird wissen, was aus jenem geworden ist, der einst tot war und doch lebt. Ja, dann gehen wir noch schnell zu der lieben Flow. Na, ziehen. Schmiedelande waren. Das sieht gut aus. Ich will gar nicht zusehen, was du für einen Spaß machst. Ich möchte direkt zu...
unserer lieben Frau, ey, ich kann ein Vieh mit Feuer füllen. Und das wird natürlich überhaupt keinen brennenden Hass verzogen. Das ist ja überhaupt nicht vorherzusehen, wenn man eine blinde Seherin ist. Das ist kein Ort für ein Pferd. Du hast etwas für mich, diese Seele. Sie lebt noch, aber sie hat sich verändert. In der Sprache der Engel heißt sie Wovin, Drache. Und wie nennen die Dämonen sie? Sie nennen ihn Fürst. Ein Mitglied der Höllenwache hat sich der Legion der Finsternis angeschlossen? So scheint es. Großer Schöpfer, hilf uns. Okay. Muss ich wieder zu ihnen zurückdackeln? Mann, ich bin doch kein Laufbursche. Ob das was wirklich was bringt? Es gibt jemand zumindest das Gefühl, dass man schneller läuft. Das ist doch schon mal was. Nun, was hast du herausgefunden? Dein Freund dient dem Schatten. Unmöglich! Dann die Visionen des Archon! Die Höllenwache! Geh, Reiter! Ich muss überdenken, was es als nächstes zu tun gilt. Und meine Belohnung? Ich wünschte, du hättest sie dir nie verdient. Du hast mir nie gesagt, wen du suchst. Sein Name war deutlich auf der Schriftrolle zu sehen. Die älteren Engel nehmen viele Namen an, und dieser entzog sich meiner Erinnerung. Wie nennt sich dein Freund jetzt? Du kennst ihn als Abaddon. Aber er hat einen anderen Namen angenommen. Einen, der auf der Erde verflucht ist. Zerstörer. Ja, super. Hat den Krieg nicht schon besiegt gehabt im ersten Teil? Naja. Ich werde uns jetzt noch schnell zum Baum des Lebens bewegen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also eine Sache mit dem Ziel. Scheiß Mausbeschleunigung. So, da noch vor dem Wurmportal stellen. Ist eigentlich Jacke wie Hose. Ja, okay. Danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir dann endlich das Dämonengebiet durchsuchen. Wir haben ja doch schon wieder ein paar Kämpfe hinter uns gehabt jetzt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.